Ja, guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch wieder hier zu unserer Donnerstag, Abend, Nachmittag täglichen Reihe, Die Linke in Corona-Zeiten. Und wir haben ja in den vergangenen Wochen zu sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen etwas gehört zu dem, wie geht es denn da jetzt eigentlich mit Corona? Worüber wir aber noch weniger gesprochen haben oder noch gar nicht, ist natürlich auch ein Bereich, der im Übrigen von der bürgerlichen Gesellschaft relativ verschämt weggeschwiegen wird. Das ist der Bereich der Sexarbeit. Und dabei ist es durchaus ein Punkt, über den man reden sollte, reden muss, wenn es auch um Corona geht. Ich habe mir im Vorfeld mal ein bisschen auch was angeschaut und gesehen. Es gab ja vor nicht allzu langer Zeit, jetzt in der letzten Woche, den Welthurentag. Da war es wiederum so, dass 100 Huren sich in Lyon gegen schlechte soziale Bedingungen gewehrt haben und dann relativ rüde, nachdem sie sich eine Woche in einer Kirche geschützt haben, in dieser Woche danach von der Polizei dann auch abgeführt worden. Und dieser Tag ist dann auch ein Tag geworden, der jetzt begangen wird. Man sieht also, auch da ist die soziale Auseinandersetzung, da ist der soziale Konflikt virulent. Und ich selbst hatte als Anwalt in der Vergangenheit auch das ein oder andere Mal damit zu tun, wenn es nämlich darum ging, etwa die sozialen Ansprüche von Sexarbeiterinnen, aber zum Beispiel, und das denkt man auch nicht sofort, familienrechtliche Ansprüche auch zu klären. Wenn es also darum geht, soziale Gleichstellung, rechtliche Gleichstellung herzustellen. Wie gehen wir jetzt in Corona-Zeiten eigentlich mit dem Bereich der Sexarbeit um? Dazu habe ich mir, und ich weiß, das ist ein kontroverses Thema in der gesellschaftlichen Linken, in der Gesellschaft insgesamt, habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Das eine, das ist Ruby Rebelde. Sie ist Sexarbeiterin und Aktivistin. Sie ist Mitglied im Vorstand von Hydra e.V., einem Verein, der sich um die rechtliche und soziale Gleichstellung von Sexarbeiterinnen bemüht. Und ich habe mir zum Zweiten eingeladen, Giovanna Gilges. Thomas hat es bereits schon vorgestellt. Sie arbeitet wissenschaftlich zu diesem Thema und wird hier auch bestimmte Punkte ansprechen. Ich würde mir gerne erstmal auch einen Überblick verschaffen und meine erste Frage dann an Ruby geben. Sag mal, Ruby, wie ist denn das jetzt eigentlich, nachdem im März 2020 der Lockdown war? Was hat das für Auswirkungen eigentlich auf Sexarbeit? Wie sind die konkreten Situationen von Sexarbeiterinnen in dieser Zeit jetzt? Wie ist das jetzt eigentlich? Wir können uns das ja häufig auch gar nicht so gut vorstellen. Kannst du da mal so ein bisschen einen Überblick geben, wie das rechtlich und sozial jetzt gerade sich verhält? Ja, klar, sehr gerne. Also genauso wie in der Gesamtgesellschaft war der Lockdown für Sexarbeitende auch ein Schock. Und gerade hat man noch mit Vollgas im professionellen Leben gestanden und dann war auf einmal jede Möglichkeit genommen, auf die normale, gewohnte Weise Geld zu verdienen. Und genauso wie alle anderen Menschen mussten Sexarbeitende das auch erstmal realisieren, was das für sie bedeutet. Denn ein Pandemiegeschehen ist ja in unserer Gesellschaft überhaupt nicht etwas, was wir kennen und für die meisten tatsächlich ja auch das erste Mal, dass sie damit konfrontiert sind. Dann muss man noch sagen, die Realität von Sexarbeitenden auch im Lockdown ist divers. Das ist nicht eine Realität, von der ich hier berichten kann. Also ich kann versuchen, einige Umgangsweisen damit zu skizzieren und ich fange einfach mal damit an, dass die Betriebsstätten geschlossen waren, ne? Was bedeutet, dass die meisten Sexarbeitende, die empfangen, also die aufgesucht werden, nicht regulär arbeiten konnten. Die registrierten Sexarbeitenden in Deutschland, das sind diese 33.000, die sich seit dem Prostituiertenschutzgesetz haben registrieren lassen, die konnten Anträge auf Soforthilfe und Arbeitslosengeld II stellen. Nicht registrierte Sexarbeitende mussten aber andere Wege finden, die fehlenden Einkünfte zu kompensieren. In der Community hat es ganz viele Solidaritätsfonds gegeben, die auch auf die Beine gestellt wurden, um eben diesen Personen, die keine Möglichkeit hatten, auf regulärem Wege Hilfen zu bekommen, denen halt zu helfen, die Härten der wegbleibenden Einnahmen zu mildern. Migrantische Sexarbeitende sind teilweise in der Lage gewesen, Deutschland noch zu verlassen.
Manchmal waren aber die Grenzen auch schon dicht. Ne? Das ist wieder eine andere Realität, die es gilt abzubilden. Dann muss man sagen, im Verlauf des Lockdowns, es ist ja nicht quasi eine Realität gewesen, die dann konstant bis heute so gleich geblieben ist, sondern im Prozess sind dann Sexarbeitende halt auch auf Alternativen umgestiegen, ne? Wie Webcam, Telefon oder Online-Angebote. Das Problem hier ist, dass sich zwar wieder zeigt, dass wir findig sind, resilient und auch daran gewohnt, uns an neue Situationen anzupassen, aber wir sind auch stets mit neuen Problemen konfrontiert. Ne? Also zum Beispiel die Frage nach Ausbeutung online. Ne? Denn solche Plattformen, die halt Online-Contents vertreiben, vereinnahmen bis zu 70% der Umsätze. Und da bräuchte man wirklich mal eine Diskussion über Ausbeuterei. Und dazu kommt, dass die Einnahmen, die man halt mit dieser nicht regulären Sexarbeit erzielen kann, wesentlich geringer sind als die, die normalerweise reingekommen wären. Plus natürlich die höheren Abzüge. Ja, die Hilfen vom Staat, super begrüßenswert, weil sie zeigen, dass es eine Absicht gibt, ne, selbstständige Sexarbeitende mit anderen Selbstständigen gleichzustellen. Aber es zeigt halt eben leider auch die Auswirkungen des Prostituiertenschutzgesetzes, die mit der erzwungenen Registrierung dazu geführt haben, dass wir halt mit einer Illegalisierung kämpfen, nämlich von all jenen, die sich aus irgendwelchen Gründen bisher nicht registriert haben und die deswegen aber noch lange nicht zwangsläufig Opfer von Menschenhandel sind. Aber in den Medien geht es halt immer um diese beiden Bereiche, ne, von legaler, sagt man dann, und illegaler Sexarbeit. Und wir müssten eigentlich noch einen dritten Bereich, nämlich nicht registrierte Sexarbeitende, mit einführen in die Debatte. Ja, spannend. Die Nachfrage wäre dann halt aber schon, du hast jetzt gesagt, 36.000 Anträge auf Hilfe konnten gestellt werden bislang, oder? Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass 33.000 Sexarbeiter in Deutschland registriert sind. Ja? Registriert. Okay. Und dass diese Leute Anträge stellen konnten auf Soforthilfe und Arbeitslosengeld 2. Das haben sicherlich nicht alle gemacht. Manche sind auch einfach umgestiegen, weil sie halt nicht auf Almosen angewiesen sein wollten. Ne? Ja. Und gibt es denn Erfahrungen, wurde denn das von den Behörden sozusagen diskriminierungsfrei dann auch bearbeitet und gegebenenfalls dann auch bewilligt? Und wie geht man dann zum Beispiel beim Jobcenter? Da gibt es ja vermutlich nochmal das Sonderproblem der EU-Ausländer, die ja von Leistungsbezügen im Wesentlichen ausgeschlossen sind. Zumindest gibt es da immer Schwierigkeiten, kann ich als Anwalt mal ein bisschen einbringen, das Problem. Aber wie wirkt sich das denn auf diese Sexarbeiterinnen aus? Ja, ganz genau. Da legst du den Punkt auf die Stelle, auf die ich auch hinaus wollte. Als ich gesagt habe, es gibt die registrierten Sexarbeitenden, ne, die halt eben Hilfen beantragen können. Und es gibt die, die durch das Raster fallen. Und ja, es gibt Fälle davon, wo Soforthilfe oder Arbeitslosengeld 2 ganz unbürokratisch bewilligt werden. Aber ja, es gibt auch Fälle, wo SexarbeiterInnen keine Soforthilfe bekommen haben, weil sie sexarbeitend sind. Und du hast beschrieben, die Arbeit ist jetzt sehr digital geworden, so habe ich das verstanden. Also sehr viele sind auf digitalisierte Angebote umgestiegen. Ja, weil die erfüllen ja die Kriterien der Kontaktbeschränkung, ne, oder vom sozialen Distancing. Und daran sieht man auch, dass Sexarbeitende total bemüht darum sind, ja, halt eben auch auf die neuen Erfordernisse der Corona-Pandemie zu reagieren. Allerdings ist das Problem halt da, dass die Einkünfte wesentlich weniger sind und sehr mühsam halt zu erwerben sind. Und wir haben halt da wieder dann andere Formen von Ausbeutung durch diese Plattformen. Ne? Also da ist tatsächlich noch viel zu tun und da brauchen wir eine Diskussion drüber. Giovanna, jetzt nochmal an dich eine Frage. Und zwar, im politischen Raum hat es ja darüber auch eine Debatte gegeben. 16 Bundestagsabgeordnete haben sich ja jetzt plötzlich mit einem Brief in die Öffentlichkeit begeben, sagen, dort sind ja jetzt, man müsse doch jetzt nochmal ganz dringend hier etwas tun, man müsse doch jetzt hier diese besondere epidemiologische Wirkung berücksichtigen und schlagen da viel stärkere Einschränkungen vor, so habe ich das zumindest gelesen. Wie bewertest du das eigentlich, diese im politischen Raum laufende Debatte? Es geht ja darum,
seien das jetzt hier Superspreader und so, warum wird da eigentlich nie vom Kirchenchor in Berlin, vom Après-Ski in der Schweiz und so gesprochen, sondern warum wird da gerade von diesem Bereich so gesprochen? Du musst kurz anmachen. Ich habe damit begonnen, dass ich mich nicht dazu äußern kann, warum Schlachthöfe und Après-Ski und so weiter nicht zum Thema gemacht wird. Aber zu dem offenen Brief. Also der offene Brief, um den auch einzuordnen, der kommt ja nicht aus dem Nichts oder weil neue Erkenntnisse irgendwie dargelegt wurden und dann Bundestagsabgeordnete auf diese neuen Erkenntnisse eingegangen sind, sondern ich sehe diesen Brief mehr als den ersten Vorstoß 2020, das Thema von September bis Dezember 2019 nochmal aufzugreifen. War ja der Vorstoß der SPD, da nochmal das Sexkaufverbot in die Diskussion zu bringen und im Dezember dann auch beim Bundesparteitag dann auch diskutieren zu lassen. Das hat ja auch Wellen geschlagen, es gab Stellungnahmen, es gab Positionen. Manche PolitikerInnen haben sich da dann auch nochmal öffentlich dann auch gegenpositioniert oder sind damit konform gelaufen und haben diese Position des Sexkaufverbots unterstützt. Und dann kam die Pandemie, also so wie die Pandemie auch andere Bereiche einfach lahmgelegt hat, eben auch das Thema des Sexkaufverbots. Und der Brief ist eigentlich, wenn man ihn liest, eine Wiederholung dieser Themen oder dieser Textfragmente von 2019. Nichtsdestotrotz ist er nicht zu verachten, denn die Zeit ist halt eben auch ein neuer Faktor, weshalb eigentlich diese nicht neuen Forderungen und auch nicht die Figur des Superspreaders oder der Infektionsquelle, die Gefährderin der Volksgesundheit jetzt nochmal neu greift. Denn wir sind in einer Zeit einer Pandemie, die geprägt ist eben von Unsicherheit, von existenziellen Ängsten, von Frust, von Entbehrung, von Trauer auch, weil Menschen Angehörige verloren haben und damit umgehen müssen. Also wir haben hier sehr viele neue Erfahrungen, sehr viele neue Ängste. Und in diese tiefgreifende Öffnung und Durchlässigkeit, zu der wir gerade gezwungen sind, wird diese Figur geputzt und nochmal in Erinnerung gerufen als eine große Gefahr, die auch nochmal neu unsichtbar ist. Also man kann SexarbeiterInnen nicht erkennen, man kann KundInnen nicht erkennen. Und das heißt, die Gefahr ist in unmittelbarer Nähe, möglicherweise neben mir. Und ich versuche mich doch schon die ganze Zeit zu schützen und alles zu tun, über 3 Monate und dann das. Also diese Ungerechtigkeit. Ich glaube, deswegen ist dieser Brief, hat er so eine Wucht und lässt ganz gut eigentlich, dass diese Forderungen nochmal aufbrausen. Ansonsten aber ist es keine Neuigkeit, was es nicht ungefährlicher macht. Aber ja, also du würdest sagen, es ist im Prinzip ein Wiederaufguss einer Position, die sich jetzt in der aktuellen Situation Corona sozusagen wiederfindet, aber eigentlich keine neue Position, sondern eigentlich eine, die wir schon länger haben in der Gesellschaft. Genau, es ist keine neue Position. Man kann eigentlich diese Gefahr auch bis Ende des 18. Jahrhunderts zurückverfolgen, woraus auch Verordnungen, Regulierungen, Gesetze entsprungen sind, denen wir uns ja glücklicherweise dann auch von befreien konnten. Aber es ist ein sehr guter Anschluss eben, diese Lücke, die eine Pandemie und diese ganzen Lockdowns geschlagen haben, da dann halt eben wieder an diesen Forderungen und an diesen Kampf anzuschließen.
Ja, also auch in der Partei Die Linke gibt es auch die Diskussion um diese Frage, und unsere Bundesarbeitsgemeinschaft Queer hat sich auch damit auseinandergesetzt, zieht da auch in dem Sinn Vergleiche mit der damaligen Situation, als in den 80er Jahren sozusagen schwuler Sex als Superspreader für HIV sozusagen bedrohend, als Bedrohung gesehen wurde. Würdest du das so sagen, es ist so eine ähnliche Situation, es ist im Kern der Versuch, darüber eine andere Position nochmal stärker zu machen? Den letzten Teil musst du nochmal ausführen. Ich glaube, ja, also es ging darum, dass sozusagen damals auch im Prinzip die Gefahr sozusagen hier würde, durch Sexarbeit würde eine Gefährdung der Volksgesundheit laufen, dass das im Prinzip darüber vermittelt wird als Narrativ. Ja, es hat Ähnlichkeiten, es hat auch Anleihen. Ich persönlich bin noch ein bisschen vorsichtig, das so eins zu eins zu überdecken, aber einfach auch nur, weil es noch alles sehr neu ist und man das sich nochmal genau durch den Kopf gehen lassen muss. Aber man tut schon gut daran, glaube ich, teilweise sich das dann da nochmal anzugucken. Man muss aber wirklich vorsichtig sein, dass ein Virus nicht, dass die Viren nicht dieselben sind. Also der HIV-Virus ist nicht ein Coronavirus und die Infektionswege sind nicht gleich, ähnlich, aber nicht gleich. Und das hat wirklich unterschiedliche Auswirkungen dann in dem Umgang damit. Und die HIV, also diese Epidemie damals und der Umgang damit, die Suche nach Sündenböcke und eben Gefährder, die ist da interessanterweise auch in einer Zeit gesetzt worden, und man hat eben diese Forderungen nach Zwangsuntersuchungen und Internierungen und so weiter in einer Zeit gefordert, in der das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten noch gültig war, die sowas schon gefordert möglich gemacht haben. Also es gab Zwangsuntersuchungen bis 2000, es gab Zwangsinternierungen in Krankenhäusern zur Behandlung bis 2000, auch mit Gefängnisstrafe bis zum einen Jahr. Also das ist alles passiert, und da gibt es sicherlich dann auch, weil Zwangsuntersuchungen eben auch an Sexarbeiterinnen verübt wurden, gibt es da schon Parallelen, aber man kann es, so meine momentan vorsichtige Perspektive darauf, nicht eins zu eins gleich nehmen. Nichtsdestotrotz, denke ich, hat es Chancen, und kann man eben aus diesen 40 Jahre langen Erfahrungen eben halt auch dann schauen, wie man mit diesem neuen Virus umgehen kann in Sex. Und da kommen wir, glaube ich, wieder zurück zu Ruby, dass man ein Leben und auch ein sexuelles Handeln mit dem Virus anfangen muss, denken zu dürfen. Genau, lass uns da mal darüber konkret sprechen, was das dann konkret auch heißt, wenn du sagst, das damit zu denken. Wie wären eure Anforderungen jetzt eigentlich für Arbeitsschutz, sozialen Schutz, rechtliche Sicherung? Was wären aus eurer Sicht jetzt akute Punkte, die auch von der politischen Linken, unserer Partei, aber auch gesellschaftlich jetzt einzubringen wären? Was wären die Punkte, die jetzt dringend zu tun wären, damit auch in Corona-Zeiten nicht das passiert, was wir ja in vielen anderen Bereichen sehen, dass sich Ungleichheiten noch viel stärker verschärfen, wie ein Brennglas, wie ein Fokus, noch viel stärker sichtbar werden oder eben dann auch zuspitzen, sondern dass wir Corona nutzen, auch hier zu Fortschritten zu kommen. Was wäre das aus eurer Sicht? Ruby? Ja, also ich finde, wir müssen in dieser Krise lernen, wirklich zusammen zu überlegen, was es braucht, um diese Krise zu meistern. Und das bedeutet halt eben einen Schulterschluss zwischen Sexarbeitenden und offiziellen Gremien wie Gesundheitsämtern und auch Politikern, die ja dann die Umsetzung gestalten müssen, und Interessen. Gemeinschaften und Organisationen, ja, die halt alle zusammen anfangen müssen zu denken, welche Erfordernisse gibt es für die Gesellschaft in einer Pandemiezeit,
mit Berührung, mit Sexualität, mit Nähe, mit Intimität umzugehen. Und ein Problem, was ich dabei ansprechen möchte, ist halt diese fortlaufende Schwarz-Weiß-Malerei, ja, die zum Beispiel im Moment auch verhindert, dass wir richtige Hygienekonzepte entwickeln können, ja, die halt also tatsächlich auch greifen. Also ich mag da ganz kurz nur auf die Geschichte Rheinland-Pfalz und das hin und her mit den Lockerungen verweisen, ohne da jetzt mehr drauf einzugehen. Aber das ist halt auch etwas, was daher kommt, dass halt zum Beispiel auf der einen Seite der böse Bordellbetreiber steht, in Anführungsstrichen, ne? Ich male jetzt halt ein schwarzes Bild und dann auf der anderen Seite das Bild der Hure als Opfer. Ja? Und eigentlich ist seit 2002 durch das Prostituiertengesetz in Deutschland eine rechtliche Situation geschaffen worden, wo alle Betreibende und Sexarbeitende daran mitwirken können, eine Situation von guten Arbeitsbedingungen und von guten Arbeitsplätzen und auch von Arbeitsschutzstandards zu schaffen. Nur de facto ist es so, dass immer noch diese Hygienekonzepte zum Beispiel auch deswegen zurückgewiesen werden, weil zu viel Weisung von den Betreibenden darin liegt. Ja? Und Weisung ist etwas, wo halt der Begriff Bevormundung nicht weit weg ist. Und das fällt dann alles wieder, wenn wir bei diesen Schwarz-Weiß-Fantasien der Leute sind, wieder dahin, dass ja eigentlich der Betreibende, der ja nur Räume vermietet an die Sexarbeiterin, der nicht sagen darf, ja, auf was zu achten wäre. Und da haben wir schon eine ganz große Pattsituation. Und das nächste ist halt, dass unsere Branche so divers ist, dass es nicht ein Hygienekonzept für alle Bereiche geben kann, sondern dass wir halt wirklich sehr engmaschig gucken müssen, welcher Bereich braucht welches Hygienekonzept. Und da muss man zusammenarbeiten. Das wäre jetzt einfach das, wo ich sage, das ist auch eine Forderung, dafür Gremien zu schaffen. Gestern haben sich in Österreich Sexarbeitende mit dem Gesundheitsminister getroffen. Und sowas finde ich echt, also zukunftsweisend auch für Deutschland. Joanna, wolltest du da noch was? Ja, wenn ich das ergänze, also ich möchte das ergänzen halt auch, dass ich wichtig finde, dass sich auch nicht so, also natürlich ist es wichtig, dass was Robi auch gesagt hat, und wir müssen zu Hygienekonzepten kommen. Und bevor wir zu der Frage kommen, wie ein solches Hygienekonzept oder wie solche Hygienekonzepte aussehen müssen oder können, ist halt auch die Frage noch zu beantworten, wie wir es schaffen, Dialog überhaupt hinzubekommen zwischen EntscheidungsträgerInnen und Expertise, also Fach- und Sachverständige, die mit ihrem jeweiligen Wissen zusammenkommen und dann eben das Projekt Hygienekonzepte in der Sexarbeit, in den verschiedenen Arbeitssegmenten passieren muss, was das erfordert, was es für Lösungsansätze gibt, auch Ja-Bestimmungen, also nicht nur Verbote, das und das darf nicht, sondern was kann möglich sein, und danach eben halt auch kreativ zu gucken, welche Möglichkeiten es gibt, unter welchen Bedingungen dann die verschiedenen Arbeitssegmente wann wieder starten dürfen. Das erfordert vor allem eben eine Bereitschaft, sich mit den diversen sexuellen Praktiken, sexuellen Dienstleistungen und Ausgestaltungen sexuellen Handelns auseinanderzusetzen. Also Prostitution, dieses Schwarz-Weiß-Denken, was Robi eben auch gesagt hat, das muss aufgebrochen werden. Ja, es gibt sexuelle Praktiken, die funktionieren auch ohne Nähe. Ja, Distanzen sind Elemente sexuellen Handels und Praktiken. Und das, da muss es eine Bereitschaft geben für Leute, die sich damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, aber da Entscheidungen treffen müssen, dazu zu hören und zu lernen und sich möglicherweise auch mit sich selbst dann auseinandersetzen zu müssen. Das ist immer so die Nebenbeschäftigung von Nicht-SexarbeiterInnen, die sich halt eben dann aber mit solchen Konzepten auseinandersetzen müssen. Das wollte ich noch, also Differenzierung in der Vorstellung von Prostitution. Okay, jetzt haben wir verschiedene Fragen auch schon bekommen.
Eine würde ich jetzt Thomas bitten, dann auch nochmal einzubringen. Thomas. Ja, das mache ich doch gerne. Und zwar, Franziska hat auf Facebook geschrieben, die Linke hat sich dafür eingesetzt, dass Prostituierte während der Corona-Zeit in Bordellen wohnen dürfen. Gibt es eine Einschätzung, wie viel Miete die betroffenen Prostituierten im Schnitt dafür bezahlen müssen, pro Tag oder pro Monat? Oder verzichten Bordellbetreiber momentan auf die Mieteinnahmen? Das will Franziska wissen, die bei Facebook mit kommentiert hat. Hat da jemand von euch Kenntnis zu? Also tatsächlich ist es so, dass es einen großen Schulterschluss gegeben hat zwischen den Bordellbetreibenden oder den Betreibenden von Prostitutionsstätten und eben gestrandeten Sexarbeitenden oder Menschen, die in sehr prekärer Situation waren durch Corona. Und es gibt bestimmt auch, genauso wie in allen anderen Arbeitsbereichen, Situationen, wo Menschen versuchen zu profitieren von dem Leid anderer Menschen. Aber mir sind jetzt vor allen Dingen Situationen bekannt, wo das also einfach möglich gemacht wurde, dass die Sexarbeitenden wohnen bleiben durften im Bordell, auch ohne Zahlung von Mieten. Und ja, manche Bordelle sind ja halt auch, also haben ja auch profitieren können ein bisschen von der Unterstützung durch Soforthilfe und so. Und gerade dann war es natürlich auch richtig und wichtig, Sexarbeitende dort wohnen zu lassen ohne Gebühr. Also zunächst mal erscheint mir auf jeden Fall auch sinnvoll, die Situation in der aktuellen Corona-Zeit für die Sexarbeiterinnen zu verbessern, also auf einem ganz pragmatischen Weg. So, und wenn es halt darum geht, dass da Unterkunft geschaffen wird, dann ist es aus meiner Sicht erstmal generell auch sinnvoll, die Möglichkeit zu eröffnen und das entsprechend auch so zu regeln. Ja. Es gibt jetzt noch eine weitere Frage, die sehe ich hier im Zoom-Chat. Da wird an Ruby die Frage gestellt, wie erreicht ihr die 90% Nicht-Registrierter? Also diese 90%, die sind wirklich in aller Munde. Das ist immer ganz interessant, wie man das hochrechnet. Ich werde mich aber nicht mit der Statistik auseinandersetzen, weil ich kann nur einfach nochmal sagen, dass die Zahl der Sexarbeitenden in Deutschland zwischen 100.000 und 200.000 geschätzt wird. Und dann sind 33.000 in meinen Augen nicht 10%, sondern das ist ein bisschen anders zu gewichten. Aber gut, wie wir die erreichen, bin ich da jetzt als Hydra gefragt, als Beratungsstellenfrau, also als Vorständin. Die erreichen wir genauso wie alle anderen Sexarbeitenden, denn wir machen keinen Unterschied zwischen Registrierung, zwischen registriert und nicht registriert. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir uns einfach als Agency verstehen für Sexarbeitende, ungesehen, ob sie registriert sind oder nicht, denn wir haben gegen die Registrierung viele, viele Jahre gekämpft und haben, und wir weisen auch heute das Ganze noch zurück, weil es dazu führt, dass man Sexarbeitende in solche sogenannten legalen und illegalisierten Sexarbeitende spaltet. Ich möchte da auch nochmal auf diese 90, also auf diese Zahl eingehen, also die hier ja auch völlig aus dem Kontext, also die keine Angabe macht. Man kann sagen, wie erreicht man Personen, die sich nicht registriert haben? Das wäre, glaube ich, eine Antwort, auf die man, also die, auf die Ruby dann auch geantwortet hat. Aber ich nehme an, dass das eine Minusrechnung eben ist von den mehreren hunderttausend, von denen man ja seit den 1980ern ausgeht, und dann die von Ruby eben erwähnten 33.000, die sich nach dem Statistikamt eben registriert haben. Da muss auch zugesagt sein, das ist der Stand von 2018. Ja, wir haben jetzt Mitte 2020, und in der Zeit ist mindestens bis 2019, also bis vielleicht sogar bis Januar 2020, sind ja weiterhin Registrierungen passiert. Das heißt, diese Zahl ist obsolet. Und bei dieser
Zahl 33.000 muss man auch beachten, dass auch die nicht die absolute Zahl ist, weil es auch Übertragungswege, Fehler in den Übertragungswegen halt auch geben kann. Ja, das ist ein Orientierungswert dieser 33.000, die fast auch nicht 100% Ablehnungen, ja, also das sind erfolgte Behördenakte. Da muss man wirklich ganz vorsichtig mit sein. 33.000, also wenn wir von 200.000 minus 33.000 gehen, was ist das für eine Rechnung? Also das sind ganz gefährliche Rechnungen, weil daraus kann dann eben auch die Fragen entstehen, wie kriegen wir die nicht nur als Beratungsstelle, sondern auch als Kontrollstelle? Und das kann wirklich dann auch zu stärkeren Kontrollen führen oder zu anderen Lösungsüberlegungen. Also das funktioniert nicht. Bitte ganz klar, seid vorsichtig mit Zahlen und Prozentsätze. Das bringt hier überhaupt nichts in diesem Bereich. Ruby hat es schon angesprochen, die Frage der Registrierung, auch die Frage sozusagen der Regulierung von Sexarbeit spielt ja immer wieder in der Diskussion jetzt hier eine Rolle. Wie ist da deine Position, Ruby, dazu? Zur Registrierung habe ich jetzt so mitbekommen. Sagst du, ihr habt immer gegen die Registrierungspflicht gekämpft? Ja, das haben wir. Ich möchte dich nochmal bitten zu fragen, was jetzt genau möchtest du wissen über die Zwangsregistrierung? Warum ich dagegen bin? Oder? Ja, also es gibt einfach keine solche Registrierung für eine andere Berufsgruppe und die wird dadurch halt schon so gedanklich mit dem Thema Kriminalität verschränkt. Das finde ich diskriminierend und finde das halt auch ein Angriff auf meine Menschenrechte. Ja, also ich habe das Recht auf freie Berufswahl. Und wenn mir jetzt halt vorgehalten wird, ja, ich aus meiner privilegierten weißen Rolle heraus, auch sowas habe ich jetzt in dem Chat schon gelesen, könnte nicht für alle anderen sprechen, dann muss ich sagen, wir müssen weg von den Extremen. Ja, es gibt sicherlich Personen, die Opfer von Menschenhandel sind und von Zwangsprostitution, aber ich mag auch an der Stelle auf die Statistik zum Thema Menschenhandel hinweisen. Da haben wir also Zahlen, die in den letzten Jahren rückläufig sind und halt auch noch nicht mal 1.000 Personen oder 1.000 entdeckte Fälle von Menschenhandel umfassen. Und das ist, also da möchte ich nochmal auf Giovanna zurückgreifen. Es ist halt einfach ein Problem, wenn wir immer nur an den Extremen entlang diskutieren. Natürlich gibt es Dunkelziffern zu allen Zahlen, die wir haben. Ne? Aber das bedeutet auch, dass es Dunkelziffern zu den positiven, selbstbestimmten Fällen von Sexarbeit gibt, die wir eben nicht in den Medien wiederfinden. Und vor allen Dingen brauchen wir eine Diskussion, die sich nicht an diesen Extremen aufhält, nämlich Prostitution oder Sexarbeit als Erfolgsstory oder als Geschichte von erlittenem Leid und Opfer, sondern wir müssen sichtbar machen, dass Sexarbeit vor allen Dingen eine Sache ist, nämlich eine Art, sein Geld zu verdienen in Zeiten, wo die Alternativen für eine respektvolle Lohnarbeit jetzt auch nicht unbedingt so wahnsinnig toll sind. Ja, als der Lockdown kam, habe ich mich mal noch so eine Zeit lang mit Mindestlohnjobs versucht und ich muss sagen, ich bin unglaublich erschrocken, wie stark die Ausbeutung in diesen Segmenten ist. Und ich würde das so auch gar nicht mehr tun können. Da bin ich aus meiner Sexarbeit einen respektvolleren Umgang mit meiner Zeit, meinen Ressourcen, mit meiner Kraft und so weiter gewöhnt. Und deswegen fordere ich halt einfach, dass wir über Menschenrechte von Sexarbeitenden sprechen, dass wir über die Arbeitsbedingungen, die Verbesserung von Arbeitsbedingungen von Sexarbeitenden sprechen und um die Verbesserung der gesellschaftlichen Realitäten von Sexarbeitenden und über Entstigmatisierung und Entkriminalisierung. Nur so können wir die Situation der 90%, ich sage es nochmal, verbessern. Ich habe da jetzt gehört, was wir ja als Linke auch immer in anderen Zusammenhang sagen, nämlich die Frage von guter Arbeit. So habe ich das jetzt, habe ich doch richtig verstanden, dass wir auch in diesem Bereich so etwas fordern wie gute Arbeit, respektvolle Lohnarbeit, Mindeststandards und von dir kritisch hinterfragt wurde, warum wird genau in diesem Bereich eine besondere Registrierungspflicht verlangt,
die jetzt ja im Unterschied, und da gehe ich jetzt mal hier auf den Chat ein, im Unterschied zu anderen Berufsgruppen ja nicht in der besonderen Gefährlichkeit des Berufes selbst, in der besonderen Gefährlichkeit der Tätigkeit liegt, sondern ja offenbar in irgendwelchen anderen Vorstellungen, die man der Gesellschaft nicht so hegt. Und in dieser Frage wäre dann von unserer Seite natürlich die Frage zu stellen, wo müssen Verbesserungen her? Weil was mich jetzt auch konkret interessiert, ist, wie können wir im parlamentarischen Raum, aber auch im Raum sozusagen von Arbeitskämpfen, gibt es sowas sogar da, Fortschritte erzielen, gemeinsam Solidarität, Verbesserung rechtlicher und sozialer Stellungen erreichen. Wo soll das, wie kann das gehen und wo können wir da unterstützen, auch als Linke, auch als Partei etwa? Also eine Forderung der Sexarbeitenden an die Politik ist halt immer, unsere Beratungsarbeit und die Peer-Arbeit, die Fokusgruppen nicht austrocknen zu lassen, ne? Also gerade jetzt in Zeiten von Corona ist es eben so, dass wir schon besondere Ansprüche haben und dass Leute halt zu uns kommen und wir sind damit konfrontiert, dass teilweise Gelder einfach umgewidmet werden, ne? Also fürs kommende Jahr. Und ich weiß, in Niedersachsen zum Beispiel ist die Beratungsarbeit ganz massiv eingeschränkt worden und es gibt gar nicht mehr eine Beratungsstelle, wo Sexarbeitende hinkommen können, sondern es ist mehr aufsuchende Arbeit geworden. Das sind also so ganz konkrete Sachen, ne, die weiter einfach stattfinden müssen und die nicht kaputt gespart werden dürfen. Ne? Etwas anderes ist, dass ich halt ganz klar fordere, die Politik muss nachbessern, wenn es darum geht, nicht registrierte Sexarbeitende, denen unbürokratisch finanzielle Hilfen zukommen zu lassen. Also da muss es einfach Weg geben. Es muss zum Beispiel halt auch mal ein Diskurs her über die Opfer von Menschenhandel, ne? Also die nämlich ein Bleiberecht brauchen in Deutschland, die Rechte brauchen, die, also der Diskurs kann nicht an der Stelle aufhören, wo man sagt, ja, nicht registriert und Opfer von Menschenhandel und jetzt geht's ab nach Hause, ja, also die Ausweisung und so weiter. Das ist nämlich echt struktureller Rassismus und sehr, sehr fremdenfeindlich, was da passiert. Und ja, also was ich auch fordere, ist, dass in der Politik ankommen muss, dass wir gerade in der Debatte seit dem Brief der 16 Abgeordneten und auch schon vorher halt einfach einem massiven Angriff ausgesetzt werden. Und die Politik muss dem nachkommen und uns auch Ressourcen geben dafür, unsere politischen Kämpfe finanziell und materiell zu führen. Ja, es ist so, dass die Gegner von Sexarbeit einfach über viele, viele Mittel verfügen. Die machen super ausgestattete Kampagnen, beauftragen irgendwelche Werbefirmen damit, ihre ganzen Kampagnen zu machen. Und wir sitzen immer auf dem Trockenen und müssen um jeden Groschen beim Senat oder bei wem auch immer betteln, um einfach auch mal handlungsfähig zu sein und als politische Interessenvertretung sichtbar zu bleiben. Also das sind so die Dinge, die ich mir wirklich wünschen würde. Okay. Mal noch ein Vorgriff auf die Veranstaltung, die wir für nächste Woche planen. Sind an euch, an Hydra, Fälle von, sage ich mal, rassistischer Polizeigewalt, von strukturellem rassistischem Verhalten bekannt geworden, gerade in eurem Handlungsfeld, in eurem politischen Aktionsfeld? Also keine gesellschaftliche Schicht in Deutschland ist frei von Rassismus. Und in Zeiten, wo die Exekutive wie in Zeiten von der Pandemie so viel Befugnisse hat, ja, und so viel Macht ausübt, wo sehr engmaschig kontrolliert wurde, zum Beispiel in einigen Bundesländern, ob die Bordelle wirklich geschlossen sind. Und so, da ist natürlich auch mit Übergriffen gegenüber Sexarbeitenden zu rechnen. Und mehrfach Stigmatisierungen durch zum Beispiel migrantische Herkunft oder wegen latentem Rassismus oder so, führt halt eben dann dazu, dass Polizeigewalt oder Übergriffe wahrscheinlicher werden. Und auch da müssen wir dran arbeiten, auch in den eigenen Reihen im strukturellen Rassismus zu arbeiten und uns immer wieder dieser Voreingenommenheit zu stellen, von der wir uns auch nicht ausschließen können.
So, ich sehe, es gibt im Chat eine angeregte Diskussion noch weiter. Wir sind allerdings jetzt auch langsam, aber sicher am Ende unserer Veranstaltung. Ich weiß, dass das Thema kontrovers ist. Ich weiß auch, dass wir in Zukunft da weiter diskutieren. Ich habe allerdings folgende Punkte jetzt auch mitgenommen für diese Veranstaltung, zu dieser Veranstaltung. Der Schulterschluss zwischen SexarbeiterInnen und der Gesellschaft und Behörden war ein Punkt, der genannt wurde. Auch die Frage gute Arbeit, die Frage, dass wir die Beratungsarbeit deutlich verbessern müssen als Gesellschaft. Und nicht zuletzt, das ist mir auch tatsächlich ein persönliches Anliegen, die Tatsache, dass SexarbeiterInnen in jedem Fall auch ein Bleiberecht erhalten müssen, dass sie nicht ausgesetzt werden dürfen, wenn sie nicht deutscher Herkunft sind, hier die Sorge haben zu müssen, abgeschoben zu werden, sondern dass sie hier ein Teil unserer Gesellschaft sind und mit gleichen sozialen und politischen Rechten auszustatten sind, weil sie hier leben, ist, finde ich, ein Punkt, den wir auf jeden Fall mit in die politische Debatte hineintragen sollten, auch als Linke. Ich bedanke mich bei Ruby, ich bedanke mich bei Joanna für die gemeinsame Diskussion. Ich bedanke mich auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich will einen kurzen Ausblick bilden, ich hatte es schon angedeutet, für die nächste Woche Donnerstag. Wir werden uns dann aus aktuellem Anlass mit Black Lives Matter und Polizeigewalt, ist sie latent, strukturell oder gar nicht rassistisch, das wollen wir diskutieren mit verschiedenen, auch da wieder kontrovers, laufenden Diskussionspartnerinnen und Partnern. Bis dahin sage ich euch Tschüss und bis demnächst.